Markus Fiedler. Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ja, vielen Dank für die nette Laudatio. Es war kein Buch, es sind zwei Filme entstanden. Ich glaube, ich brauche noch so einen tollen Zwitscher. Wie geht das Ding? Grünes vorwärts, rotes zurück. Aha, gut. Ja, ich soll Ihnen was über die Wikipedia erzählen. Sie haben eben von Maren Müller einen Einblick bekommen in gesetzlich geregelte Strukturen. Und diese gesetzlich geregelten Strukturen finden wir in der Wikipedia überhaupt nicht. Und kurz zu meinem Hintergrund vielleicht. Also ich bin eigentlich Lehrer und entgegen aller Gerüchte, ich bin es auch immer noch, auch nach den zwei Filmen. Wikipedia ist zu so einer Art Negativ-Hobby geworden von mir. Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum ich gerne Lehrer bleiben möchte. Also wenn Sie sich mit solchen Themen beschäftigen, haben Sie das Problem, dass Sie, naja, also Sie beschäftigen sich mit Leuten, die, sagen wir mal, in Teilen vielleicht empathiebefreit sind. Und das sind also sehr viele negative Dinge, die Sie da sehen. Und Sie brauchen auch in Ihrem Leben irgendwie positives Feedback. Und Schule kann sehr positiv sein. Und das ist es für mich auch. Und deswegen bleibe ich auch dabei. Und nichtsdestotrotz, ich bin viel zu neugierig, als dass ich da nicht weitermachen würde. Das heißt, also da kommt noch ein bisschen was nach. Und heute werde ich Ihnen auch noch so ein bisschen was geben, was Sie vielleicht noch nicht kennen aus den beiden Filmen. Darf ich mal ganz kurz fragen, wer kennt die beiden Filme, die da entstanden sind? Gegenprobe, wer kennt sie nicht? Aha. Okay, dann werden wir jetzt ganz strukturiert da durchgehen. Also, das Thema, wie Sie schon sehen, heißt Meinungsmanipulation durch Wikipedia. Die beiden Filme, die entstanden sind, sind also einerseits die dunkle Seite der Wikipedia und zum anderen Zensur. Und bei Zensur, da geht es um Artikel 5 unseres Grundgesetzes. Und Sie werden sehen, es hat eine ganze Menge damit zu tun. Ja, wie wird die Wikipedia bisher in den Leitmedien dargestellt? Ungefähr so. Das ist ein aktueller Beitrag, der auf Galileo lief. Und Sie sehen, da werden 5 Geheimnisse rund um Wikipedia verraten. Ja, also ich war sehr gespannt und dachte mir, vielleicht erfahre ich was Neues. Dem war nicht so. Man kann es kurz zusammenfassen, das sind ungefähr die Geheimnisse. Also viele Freiwillige erstellen viele gute Artikel. Es gibt ca. 5500 deutsche Autoren, halte ich für eine sehr ambitionierte Zahl. Ich würde eher auf 2000 tippen. Schwarmintelligenz gibt es, hurra. 8 Millionen Euro aus Spenderlösen werden auch gebraucht. Also es wird da auch nicht näher kritisch nachgefragt, was man so als Weihnachtsspendenaktion immer so einnimmt. Wikipedianer bekommen Geld für Anschaffung und Reisekostenerstattung zum Beispiel. Und es gab eine kritische kleine Geschichte. Also ein gewisser Enno Peter, Marketingberater, sagte, Wikipedia führt einen Kampf gegen die PR-Mafia mit der Software WikiWatchdog. Und wer es genau nachgucken will, ab 5 Minuten 34. Ach genau, wenn Sie von mir Informationen brauchen, trauen Sie sich, kommen Sie auf mich zu. Ich gebe Ihnen die komplette Präsentation, auch mit den Fußnoten dazu. Dann können Sie sich das alles nochmal angucken. Da könnte man sagen, ist doch alles supi. Oder vielleicht doch nicht. Ja, schon relativ früh hat ein gewisser Manfred Riebe etwas geschrieben, was heute immer noch Gültigkeit hat und was ich deswegen Ihnen unbedingt vorlesen muss. Es ist ein Ausschnitt auch aus dem ersten Film. Wikipedia ist keine Demokratie und hat keine Rechtsstruktur in dem Sinne, dass die Regeln für alle Mitarbeiter gleichermaßen, ungeachtet ihrer Personen, gelten sollen. Wikipedia ist kein Verein, in dem streng legalistisch gehandelt wird. Vielmehr haben die Administratoren ein vordemokratisches und vormodernes Patronagesystem eingesetzt. Unten drunter die Fußnote. Nur wer sich nicht kritisch äußert, nur wer sich der gütigen Hand der absoluten Macht des Administrators unterwirft, wer also Lehns- und Gefolgsmann des Administrators wird, kommt in den Schutz der erweiterten administrativen Rechte. Nur er darf ungestört Artikel schreiben. Wer nicht Gefolgsmann eines Administrators ist, wer Kritik äußert und abweichende Ideen vertritt, ist rechtlos und zum Abschuss freigegeben, gleich einem Paria, einem Ausgestoßenen. Auf ihn darf sich ungestraft der Mob, die Meute stürzen. Er wird bekriegt, beleidigt und gedemütigt und seine Beiträge stehen zur Vernichtung frei. Dieses vormoderne Patronagesystem hat sein Vorbild in Sizilien und im organisierten Rauschgifthandel. Man nennt es dort Mafia.
In Amerika heißt es einfach Mob. Und als ich das gelesen habe, war ich doch ziemlich überrascht, weil ich komme ja auch aus einer Ecke, also ich bin Naturwissenschaftler, also ich habe Biologie lange Zeit gelernt und unterrichte das ja auch. Und wenn ich mir da die Wikipedia anschaue, ist, naja, es gibt Fehler, aber es sind keine absichtlichen Manipulationen. Sagen wir es mal eingeschränkt, solange es nicht um Geld geht und nicht um Politik geht, wer interessiert sich in der Politik für die Photosynthese oder für die Glykolyse? Eher weniger. Das sind sehr gute Artikel und die sind teilweise auch wirklich besser als so manches Lehrbuch, was ich in der Hand gehabt habe. Das ist wirklich toll. Aber es gibt auch andere Artikel und die bewegen sich im politischen Bereich. Das heißt, immer wenn es um Geopolitik geht, wenn es um Strategien geht, wenn es um viel Geld geht, zum Beispiel auch im Bereich Biologie, wenn Sie da mal sich mal mehr näher mit Monsanto beschäftigen, ob der Artikel so manipulationsfrei ist, ich wage es zu bezweifeln. So, kurz zum Inhalt dessen, was wir jetzt gleich machen werden. Also, ich werde Ihnen kurz erzählen, wo wird manipuliert und gebe Ihnen einfach nur Beispiele von manipulierten Artikeln. Ich kann es jetzt nicht mit Nachweisen machen. Wenn Sie die brauchen, gehen Sie auf mich drauf zu und Sie bekommen die Nachweise. Wer manipuliert die Wikipedia? Erstmal ein Überblick von vielen manipulativ agierenden Autoren in der Wikipedia wäre für Sie ein Anhaltspunkt. Wenn Sie diese Namen lesen in der Versionsgeschichte eines Artikels der Wikipedia, wäre ich sehr, sehr vorsichtig, diesen Artikel als objektiv zu betrachten. Und es gibt einen, der ist outstanding, könnte man sagen. Der nennt sich Co-Pilot. Wie soll ich das sagen? Also ich würde sagen, es ist mein bester freier Mitarbeiter. Er versorgt mich auch immer pünktlich zu neuen Konferenzen, zum Beispiel zu, wie dieser hier, immer mit neuen tollen Daten. Und ich brauche die Witze nicht selber schreiben, wie auch schon Urban Priol feststellte. Man bräuchte eigentlich nur einen Videorekorder zu starten und dann kriegt man die Witze gleich mitgeliefert. Wie wird manipuliert? Es gibt Signalwörter im Artikel Daniele Ganser und ich werde Ihnen nochmal einen kleinen Filmausschnitt von der Dokumentation Zensur zeigen und da geht es um ein Netzwerk, was sich auch in der Wikipedia etabliert hat. Sie finden sozusagen den Faktencheck für alle beiden Filme schon im Netz, können Sie direkt unten diese Adresse ansurfen. Das ist zum einen von der dunklen Seite der Wikipedia das komplette Skript Wort für Wort und das gleiche finden Sie auch bei Zensur. Und hier sehen wir schon den ersten Unterschied von der OpenOffice-Präsentation zu Microsoft. Diese zwei gehört da unten in die andere Zeile. So. Okay. Ja, in der Wikipedia gibt es massive Änderungen und Manipulationen. Ich sagte es gerade schon im Bereich Geopolitik. Und natürlich dann auch in den Biografien der Personen, die sich zur Geopolitik äußern. Und das sind dann meistens die unliebsamen Personen. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Einige davon werden Ihnen sehr bekannt vorkommen. Daniele Ganser, Sabine Schiffer ist anwesend, Jean Ziegler, Uwe Steimle, also der Kabarettist, Dieter Hallervorden, Ken Jebsen, Ken FM, Matthias Bröckers, Andreas von Bülow, die Band Die Bandbreite, Xavier Naidoo, Anetta Kahane. Und jetzt wird's interessant, wir haben nicht nur die Verifikation, wir haben jetzt auch die Falsifikation. Man kann ja auch in beide Richtungen manipulieren. Julia Schramm, Refranchismus, Agent, Sternchen in, Pizzagate, Mahnwachen für den Frieden, Partei der Humanisten. Und natürlich Liste von Verschwörungstheorien. Da ist sozusagen schon die Manipulation in der Überschrift. Verschwörungstheorien zum 11. September. Es heißt also nicht 11. September, sondern es sind die Verschwörungstheorien zum 11. September. Staat im Staate. Laut Wikipedia gibt es den gar nicht. Und jetzt, falls auch jemand von der Anstalt da ist, der wird sich dafür interessieren. Zum Beispiel ein gewisser Herr Erwin Pelzig, Goldman Sachs. Sehr interessant, wenn Sie da mal reinschauen. Also wenn man dann versucht, Persönlichkeiten einzutragen, die sich bei bestimmten Banken aufhalten, dann wird das wieder rausgeschmissen. Gut. Und die Mont-Pelerin-Gesellschaft. Falls Sie da die letzte Anstalt gesehen haben, gleichen Sie das mal mit dem Wikipedia-Artikel ab. Sehr interessant. Das sind die manipulativ agierenden Autoren. Ich gebe Ihnen da nur kurz einen Überblick. Wir haben versucht, die in Lager zu kategorisieren. Das ist gar nicht so einfach. Das ist der Stand, der mit dem zweiten Film quasi veröffentlicht wurde. Jetzt in der Retrospektive würde ich sagen, das vermengt sich doch sehr stark. Das heißt also, die Leute, die ich da als Transatlantiker oder Transatlantifer eingeordnet habe, der alte Begriff wäre Antideutsche, der passt aber eigentlich keiner, also eigentlich gar nicht, kaum jemand kennt ihn noch.
Also das sind, ist eine Gruppierung, die das Narrativ von transatlantischen Thinktanks oder generell der NATO oder von US-Amerika oder von Israel vertritt. Das ist die linke Seite. Und dann gibt es ein zweites Netzwerk, das sind diese sogenannten Skeptiker. Und das sind atheistisch orientierte Leute. Also sie meinen, sie hätten den Stein der Weisen schon gefunden. Sie denken rein wissenschaftlich, dass das manchmal nach hinten losgeht. Das kann man dann an den Wikipedia-Artikeln sehen. Also wie gesagt, wir haben auch eine Gruppe da unten, die halt gemeinsam in beiden Gruppen drin sein soll. Es durchmischt sich doch deutlicher, als ich das hier geschrieben habe. Co-Pilot. Und jetzt kommen wir gleich zum ersten Film, aber noch nicht. Ich wollte noch was erzählen. Zurück. Co-Pilot sieht sich als Verfechter einer neutralen Wikipedia und alle Außenstehenden aus dem Umfeld Daniele Ganser und KenFM als solche, die keinen neutralen Standpunkt einnehmen. Das glaubt er. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt, weil es immer wieder anklang, dass das jetzt irgendwie so ein Geheimdienstmitarbeiter wäre. Wenn er einer ist, ist es wahrscheinlich der günstigste Geheimdienstmitarbeiter ever. Ich denke, der macht das auch zum Nulltarif. So, und jetzt kommt der Filmausschnitt, damit Sie mal einen Einblick bekommen, wie so ein Leben eines Editors aussehen kann. Paul Schreier wurde also von Co-Pilot blockiert, der andere gerne mal diskussionslos abräumt, so wie er sagt. Wir kennen ihn schon gut von Wikipedia, und zwar zum Eintrag zu Daniele Ganser. Co-Pilot hat ca. 50% aller Textpassagen des Artikels zur Person von Daniele Ganser geschrieben. Er ist damit Hauptautor und das mit deutlichem Abstand vor den nächstwichtigsten Autoren, Berichtbestatter und Vieh. Bis jetzt ist mir klar geworden, auf Wikipedia regieren die Sichter und Administratoren. Andere Autoren, die ein Benutzerkonto haben, dürfen Vorschläge einbringen. Wenn diese den Sichtern und Administratoren aber nicht passen, werden die Vorschläge bestenfalls nur ignoriert. Wer also ist Co-Pilot, der einen derart großen Einfluss auf den Wikipedia-Artikel von Daniele Ganser hat? Ist er promovierter Historiker? Ist er sozusagen mit dem Mann auf Augenhöhe, den er dauernd kritisiert? Lehrt er auch an einer Universität? Es ist annähernd unmöglich, die wahre Identität der Sichter und Administratoren herauszufinden. Sie verstecken sich fast ausnahmslos hinter Pseudonymen. Aber es sind natürlich auch Menschen mit Name und Wohnort, und wenn man genügend gut recherchieren kann, kann man einiges über sie herausfinden. Sie hinterlassen digitale Spuren. Und Co-Pilot hinterlässt eine auffällig breite Spur. Der Sichter Co-Pilot hat zwischen dem 9. März 2011 und dem 12. März 2015 insgesamt ca. 49.000 protokollierte Einträge und Aktivitäten in der Wikipedia. Das sind im Schnitt 34 Wikipedia-Beiträge pro Tag. Rekordverdächtig. Im Januar 2015 brach er alle seine persönlichen Rekorde. Die Statistik weist hier insgesamt 2513 Aktivitäten innerhalb von 30 Tagen auf. Das sind im Schnitt 81 Wikipedia-Aktivitäten pro Tag. Wie kann er zu all diesen Themen genau Bescheid wissen? Schaut man sich beispielsweise den 1. Januar 2015 genauer an, erkennt man, dass Co-Pilot morgens um 10.16 Uhr zur Pegida etwas schreibt. Danach folgen Einträge und sonstige Aktivitäten im 10-Minuten-Takt bis 11.58 Uhr. Nun macht Co-Pilot Mittagspause bis 14.13 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt schreibt er mit Ausnahme einer weiteren kleinen Pause zwischen 14.16 Uhr und 15.49 Uhr bis nachts um 23.30 Uhr, wieder durchgehend im 10-Minuten-Takt. Am nächsten Morgen des 2. Januar 2015 beginnt seine Aktivität in der Wikipedia um 7.32 Uhr mit Löschungen von Beiträgen in der Diskussion zu Pegida. Ab jetzt schreibt er wieder durchgehend bis 9.51 Uhr. Dieser Tagesablauf korreliert mit den allermeisten anderen Tagen der letzten 4 Jahre. Er schreibt zur Pegida, zu 9/11, zum Einsturz des World Trade Center 7 beim 9/11, zur 9/11-Kommission, zum Massaker von Katyn, zum Testimonium Flavianum, zur Diskussion zu Osama bin Laden, zu Able Danger, zum NATO-Doppelbeschluss, zum Irakkrieg, Schwerter zu Flugscharen, Benno Ohnesorg, Karl-Heinz Kuras, zum Holocaust, zur Plagiatsaffäre Gutenberg, zur Todesstrafe, zum Linksfaschismus und demokratischen Sozialismus, zu Eva Herrmann, Rosa Luxemburg, Papst Franziskus, zur Feindesliebe und Jesus von Nazareth, zu Stay Behind Organisation und natürlich auch zu Daniele Ganser.
Co-Pilot kann buchstäblich zu Gott und der Welt etwas beitragen. Er schreibt an Werktagen, an Wochenenden, an Sonntagen, an Feiertagen, sogar regelmäßig zu Weihnachten und Ostern. Er hat in den Jahren 2011 bis 2015 zu allen Weihnachtsfesttagen vom 24. bis zum 27. Dezember fleißig in die Wikipedia geschrieben. Er macht fast nie Pause. Wer auf Wikipedia schreibt, macht dies gratis, ohne Bezahlung. So zumindest der Grundgedanke dieser amerikanischen Online-Enzyklopädie. Wir haben zu diesem Sachverhalt nunmehr 4 Thesen. These 1. Co-Pilot ist alleinlebend und arbeitslos. Aufgrund der außerordentlich hohen Online-Zeiten ist sein Sozialleben wahrscheinlich erheblich eingeschränkt. These 2. Co-Pilot teilt sich den Account mit einer oder zwei anderen Personen, sodass alle zusammen jeden Tag an der Wikipedia aktiv sind. Hier stellt sich die Frage, zu welchem Zweck das erfolgt. These 3. Co-Pilot geht tatsächlich einer geregelten Arbeit nach, nämlich dem Schreiben für Wikipedia. Er bekommt Geld dafür. Hier stellt sich die Frage, von wem ist das Geld? These 4. Co-Pilot kann sich keinen ausreichenden Überblick über die Themen verschaffen, zu denen er etwas schreibt. Dafür ist er zu lange mit verschiedensten Aktivitäten innerhalb der Wikipedia beschäftigt. Und natürlich steht auch immer die ungute Vermutung im Raum, dass die Geheimdienste versuchen, die Texte auf Wikipedia umzuschreiben. Edward Snowden, der auch für die NSA gearbeitet hat, wies explizit darauf hin, dass der Cyberwar das Internet längst erfasst hat. Heise Online schreibt dazu: Der GCHQ und die NSA versuchen, Debatten im Internet zu infiltrieren, zu kontrollieren und zu manipulieren, um ihre Ziele durchzusetzen. Das ergebe sich aus Dokumenten des NSA-Whistleblowers Edward Snowden, die der US-Fernsehsender NBC in den vergangenen Wochen enthüllt hat, erklärt Glenn Greenwald. Arbeitet Co-Pilot für einen Geheimdienst? Ich wusste es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sicher war bis dahin nur, dass Co-Pilot die Glaubwürdigkeit von Ganser herabsetzen will. Vielen Dank. Ich nehme Sie gleich dran, ich wollte vorhin noch was sagen. Solche Filme sind ja Zero-Budget-Filme. Die sind natürlich nicht mit, also von mir alleine entstanden. Das heißt, es tragen viele Leute etwas zu. Einen haben Sie schon gesehen, das ist nämlich der Frank-Michael Speer. Der hat dann sozusagen unseren Protagonisten gespielt. Und das andere, Sie haben die Musik im Hintergrund gehört. Und es ist immer schön, wenn Kollegen mithelfen. Also ich habe einen sehr musikalischen Kollegen, der ist auch hier, aber ich werde nicht sagen, wer es ist. weil ich nicht weiß, ob ich das sagen darf. Also nochmal vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und dann haben wir halt zusammen die Musik dazu gemacht. Also das ist ein Gemeinschaftsprojekt von vielen Leuten, die da sehr viel Enthusiasmus reingesetzt haben. Jetzt kam eine Frage von dem Herrn da vorne. Genau. Sie haben auf dem Handy eigentlich nicht, aber Sie haben auf dem Computer immer die Variante, dass Sie oben rechts Versionsgeschichte sehen. Und dann können Sie sehen, wann welche Einträge gemacht wurden. Das ist relativ kompliziert. Es gibt dafür aber auch ein Hilfsprogramm, das nennt sich Wikiblame. Das heißt, Sie sehen dann beispielsweise einen seltsamen Abschnitt und Sie möchten gerne wissen, wer hat denn das zuerst eingetragen. Und dann sucht Wikiblame für Sie in der Versionsgeschichte, wann dieser Eintrag gemacht wurde. Dann sehen Sie zum Beispiel, wer das war. Wir kommen gleich zu so einem Fall. Jetzt kommen wir zum Thema, wie gehen Diskreditierungen in der Wikipedia? Und ich mache das am Beispiel dann von Daniele Ganser, weil er eigentlich über jeden dieser Vorwürfe, die hier stehen, erhaben ist. Also das ist, passt nicht. Und wenn Sie einen sauberen Lackmustest haben wollen, dann versuchen Sie natürlich immer ein Grundrauschen rauszunehmen. Und in diesem Fall passt es hervorragend als Test. Also es wird Folgendes gemacht in der Wikipedia. Ganser und Verschwörungstheoretiker, Ganser und Anti-Amerikanismus, Ganser und Antisemitismus, Ganser und Rechtsradikale und wenn alles nicht reicht, Ganser und Holocaustleugner. Sie sehen schon, wie ich es geschrieben habe. Da steht nicht, Ganser ist irgendwas davon, sondern es wird assoziiert. Und nötigenfalls von hinten durch die Brust ins Auge. So, der ganze Artikel war ungefähr bis Anfang 2014 in einem ganz ruhigen Fahrwasser. Da haben Leute sehr sachlich da was zu beigetragen, war auch ein relativ kurzer Artikel. Dann, im Januar ging es los. Da sehen Sie schon Vieh und Co-Pilot. Die beiden sind da relativ häufig drin. Also Vieh hat da angefangen. Die beiden kann ich Ihnen auch sagen.
Ach nee, das werde ich nicht tun. Das ist nämlich ein Grund mehr für die Masse hier, sich den Film anzugucken, weil da verraten wir nämlich den Namen. Das ist der Cliffhanger. Also die beiden fangen dann an, den Artikel zu manipulieren und sie haben dann irgendwann eine Version, die sieht dann so aus. Ferner vertritt er Verschwörungstheorien zum 11. September, ganz unten. Wer hat's geschrieben? Da oben steht's. Das ist die Version vom 2. Juni 2014, da steht auch genau dran, wer es eingetragen hat, nämlich Co-Pilot. Unten ist die exakte Versions, also der exakte Versionslink für den Artikel. Dann gibt es natürlich noch Derivate davon. Ferner verbreitet er Verschwörungstheorien zum 11. September und stellt sie als diskutable wissenschaftliche Erklärungen dar. Jetzt haben wir da oben noch jemanden drin, wenn Sie ganz oben links schauen, das ist die ITI. Von der wissen wir auch, wer das ist. Werde ich Ihnen jetzt auch nicht verraten. Da geht es darum, es gibt verschiedene Hierarchieebenen in der Wikipedia. Das heißt also, Sie haben erstmal als Normalbenutzer, Sie können sogar als einfacher Benutzer, ohne dass Sie sich anmelden, können Sie da was reinschreiben. Das wird nur nicht auftauchen auf der Seite. Das heißt, irgendjemand muss das sichten. Das sind die sogenannten Sichter. Die entscheiden dann, ob Ihr Beitrag da ein sinnvoller Beitrag ist und stellen das dann gegebenenfalls online. Wie schon gesagt, in den Naturwissenschaften, wenn Sie es gut gemacht haben, wird das selten ein Problem sein. Wenn Sie was zur Politik schreiben, würde ich fast auf eine Flasche kaltes Bier wetten. Wenn einer von den Leuten da in dem Artikel drin ist, die wir erwähnt haben, kriegen Sie das Ding nicht durch. Können Sie schon mal das Bier kalt stellen. ITI ist jetzt nicht nur Sichter. Dazwischen kommen noch die Admins, die haben weitreichende Rechte. Sie können zum Beispiel Konten sperren. Das heißt, wenn Sie dazu zu renitent reingrätschen und immer wieder versuchen, so einen Artikel sachlicher zu gestalten, dann wird Ihr Konto gesperrt. Auf Wiedersehen. Dann können Sie da nichts mehr machen. Und wenn Sie kein Konto haben, wird Ihre IP-Nummer gesperrt. Da sind Sie draußen aus dem Diskurs. Und ITI ist eine, die nennt sich Bürokratin. Und Bürokraten haben in der Wikipedia das Recht, Rechte zu vergeben, Schreib- und Leserechte zu vergeben. Das ist noch viel höher als das, was die Administratoren machen können. Und es gibt darüber noch was, also oder in der gleichen Ebene, es gibt noch sogenannte Oversighter. Die können nicht nur Versionen rauslöschen, das sind ja diese sogenannten Versionslöschungen von den Administratoren, da sehen Sie aber noch, da stand vorher mal was. Sie können sogar Versionen unsichtbar rauslöschen. Das heißt, wenn Sie nicht genau wissen, dass da vorher was gewesen ist, sehen Sie gar nichts mehr davon. Gibt es keinen Hinweis, auch in keiner Protokolldatei. Und wie geht's weiter? Im Juli 2014 hielt Ganser einen Vortrag über verdeckte Kriegsführung bei der von Ivo Sassig gegründeten Antizensurkoalition AZK. Auf Kritik antwortete er habe Sassig nicht gekannt und nicht gewusst, dass dieser zuvor auch Holocaustleugner auftreten ließ. Es geht nicht um die vordergründige Information, es geht darum, dass man bestimmte Begriffe platziert. In diesem Falle Holocaustleugner. Ja, lesen Sie mal schön. Ich helfe Ihnen mal ein bisschen. So, das heißt also, diese Begriffe werden platziert und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und wenn man das Ganze mal so in so einer Statistik aufarbeitet, da sehen Sie schon also antisemitische Tendenzen, ne? Ja, genau. Das Ganze sieht dann so aus, wieder mit Hilfe, dreimal antisemitisch drin. Wer war das? Da ist er wieder, Jonas da und Co-Pilot in Teamwork und zwar vom 19. Januar 2017 diese Version. Wenn man sich in der Bilanz anschaut, sieht das so aus. Das heißt, wir haben 23 Mal das Wort Verschwörungstheoretiker oder Derivate davon, Verschwörungsschrott, verschwörungstheoretisch, Verschwörungsdenken, Rechtsextremismus, Rechtsextremist zweimal, antisemitisch dreimal, Holocaustleugner bzw. Leugnung zweimal. Und darunter der Link, worauf sich das bezieht, diese Statistik. So, wir haben ein bisschen weiter recherchiert und da kam jetzt der zweite Film ins Spiel. Und schauen Sie sich das bitte mal an. Der Kreis schließt sich. Wir erkennen langsam, dass die Wikipedia nur als ein Teil eines Netzwerkes, als Meinungsmanipulationsinstrument missbraucht wird. Das Netzwerk besteht unter anderem aus folgenden Seiten: urbarone.de, brightsblog.wordpress.com, gwop.de und zugehöriger Blog, psiram.com und der zugehörige Blog und zu guter Letzt die wikipedia.de. Die Skeptikerbewegung ist im Internet gut aufgestellt. Verschiedene Seiten, die alle den Skeptikern zuarbeiten, verlinken sich gegenseitig, was man mit Hilfe von Google sofort überprüfen kann.
Schauen wir uns das Netzwerk mal als Ganzes an. Man erkennt sofort, dass die gegenseitige Verlinkung weniger stark von der Wikipedia ausgeht, sondern im Wesentlichen zwischen Ruhrbaron, Brights, GWOP und Psiram stark ausgeprägt ist. So kann man 57 ausgehende Verlinkungen und Erwähnungen von Psiram auf den Seiten der Ruhrbarone finden. 726 Verlinkungen gibt es vom Psiram-Forum zu den Ruhrbaronen. Insgesamt gibt es 3810 Erwähnungen der Ruhrbarone auf Psiram. Die Ruhrbarone verlinken die GWOP 102 Mal. Aus dem Blog der GWOP erhalten sie 117 Verlinkungen. Von der Wikipedia gibt es stark schwankende Zahlen an Verlinkungen zu den Ruhrbaronen. Diese liegen in etwa zwischen 50 und 150. Aus dem Psiram-Blog heraus ist die GWOP 2650 Mal verlinkt. Aus dem Brights-Blog kommen sagenhafte 3530 Verlinkungen. Psiram verweist 329 Mal auf die GWOP. Psiram selbst wird von der Wikipedia immerhin 196 Mal verlinkt, für eine derart unsachliche Quelle ein beachtliches Ergebnis. Interessant ist noch die Adresse hpd.de. Der humanistische Pressedienst scheint ein Kind von Brights und GWOP zu sein. Er wird im Brights-Blog 855 Mal erwähnt und die Seite hpd.de verweist 1960 Mal auf die GWOP. Das alles dient offensichtlich der sogenannten Suchmaschinenoptimierung und führt beispielsweise in Google dazu, dass die besagten Domains bei bestimmten Themen immer an oberster Stelle in der Suchmaschinenantwort erscheinen. Man nennt dies SEO, Search Engine Optimization. Diese technische Methode verstärkt die Meinungsmacht, die sich hier auf die Skeptikerbewegung konzentriert. Dieses Skeptikernetzwerk bestimmt über das, was gesagt werden darf und das, was der Massenmeinung entsprechen soll. Quasi als Trittbrettfahrer nutzt eine neuerliche pseudo-linksradikale und antideutsche Gruppe, die sich unter anderem als Antifa tarnt, den Server Psiram, um Rufmordkampagnen gegen ihre vermeintlichen Gegner zu starten. Nach all den Recherchen kennen wir nunmehr in der Wikipedia einige Benutzer, die die Interessen der Skeptikerbewegung und die der Antideutschen verfolgen. Allerdings müssen wir hier einschränken, dass für einige der genannten Benutzer zwar klar ist, dass sie einer Agenda folgen, wir jedoch die Benutzer nicht eindeutig dem ein oder anderen Lager wirklich sicher zuordnen konnten. Die folgende Liste kann also in Teilen Fehler enthalten und sie gibt selbstverständlich nur einen Ausschnitt der uns bekannten auffälligen Wikipedia-Benutzer wieder. Wahrscheinlich zugehörig zu Transatlantikern, Transatlantifa oder Antideutschen sind Al-Nilam, Al-Raunenstern, Asperinix, Berichtbestatter, Philistoria, Filzstift, Fiona Bain, Fossa, He3Enri, Iti, JD, JKB, Jos Fritz, Karl IV., Copilot, Kritzulina, Orik, Vieh, Portuos, Schwarze Feder, Stefan 64. Zum Skeptikernetzwerk gehören wahrscheinlich Drarek 01, EH 42, Framhain, Hop Gadling, JMB 1982, Kai Martin, Kübi, Liberaler Humanist, Simplicius, Vizirak, Xenon X3. Zu beiden Lagern gehören sehr wahrscheinlich Density, Felix, M. Burch, Nuuk, Überblick. Es hat sich offenbar untergründig im Netz ein bedenklicher Status quo etabliert. Im Wesentlichen haben zwei Gruppen sehr erfolgreich die Mainstream-Medien von der Wikipedia bis in verschiedene Zeitungen unterlaufen. Mit zwei Lager, die ganz klar das Zepter an sich gerissen haben und sie kommen da nicht rein. Unter Garantie, sie schaffen es nicht. Machen Sie es einen Selbstversuch und Sie werden es nicht schaffen. Herr Dr. Becker. Ja, genau. Also Psiram, die Frage war, ja, was ist Psiram? Psiram ist eine Denunziationsseite, eine Rufmordseite, die starke Assoziationen zu dieser GWOP hat. Das heißt, aber nicht nur zu GWOP, sondern auch zu antideutschen Kreisen, also Kreisen, die sich als links bezeichnen würden, aber doch eher Standpunkte vertreten, die dann vielleicht bei den Neocons zu finden sind. Ich nenne das in dem Film, nenne ich das Transatlantifa. Sabine lacht.
Genau, also es ist schon so, das passt im Begriff besser. Das sind also Leute, die wirklich diese transatlantischen Themen in die Wikipedia reindrücken. Das heißt, also die ganze Sichtweise, wenn wir hier von Kriegsvermeidung reden und das, was wir eben gerade gehört haben, diese Begrifflichkeiten, also wie man neutral formuliert, wird von denen natürlich nicht gemacht. Das heißt, sie nehmen also alle unneutralen Begriffe rein in die Artikel, die halt irgendwie mit Krieg in, was ich im Nahen Osten zu tun haben zum Beispiel. Soweit? Gut. Ruhrbarone ist eine Webseite, die ganz klar den Skeptikern zuzuordnen ist. Der Schreiber für die Ruhrbarone, zum Beispiel ein gewisser Sebastian Bartoschek, ist Mitglied der Rhein-Ruhr-Skeptiker. Und Sie können davon ausgehen, dass viele Artikel, nicht alle, aber viele Artikel der Ruhrbarone die Erzählweise der Skeptiker vertreten. Zusammenfassende Beobachtung zu Wikipedia. Die Wikipedia hat alle anderen Enzyklopädien abgelöst, sowohl den Brockhaus, auch Encyclopaedia Britannica wird, glaube ich, auch nicht mehr gedruckt. Die Wikipedia hat als neues, modernes Medium eine Monopolstellung. Und das ist gefährlich. Auch wenn wichtige Kriterien für eine echte Enzyklopädie nicht gegeben sind, zum Beispiel, dass Sie den Autor nennen, der das, also ganz klar den Autor nennen, der das geschrieben hat, wird die Wikipedia als echte Enzyklopädie wahrgenommen. Sie dient der Masse der Bürger als Instrument zur Meinungsbildung. Innerhalb der Wikipedia agieren dogmatische Benutzernetzwerke. Diese mafiösen Netzwerke haben die Wikipedia bis in die höchsten Hierarchieebenen infiltriert. Ich sprach eben von ITI, die gehört dazu zu der Truppe. Also als Bürokratin ganz weit oben. Es gibt nur 4 Bürokraten in der gesamten Wikipedia in Deutschland. Und da sind 2 davon und die ist eine, die halt zu diesen Netzwerken dazugehören. Auf jeden Fall. Von anderen Weisen weiß ich noch nichts. Hier gibt es eine deutliche Konzentration von Meinungsmacht auf eine kleine Gruppe und diejenigen von Ihnen, die jetzt Jura gemacht haben, wenn Sie es dann Stichwort sehen. Das Bundesverfassungsgericht hat also zur 4. Rundfunkentscheidung was gesagt. Das kann man zusammenfassen als, es geht immer um die Verhinderung des Entstehens einer vorherrschenden Meinungsmacht. Also Sie wollen die Konzentration von Meinungsmacht auf eine kleine Gruppe vermeiden. Und Sie wollen natürlich auch Staatsferne, das ist klar. Das Problem ist jetzt, wir haben hier in der Wikipedia genau sowas vorliegen. Das, was jetzt hier steht, das gilt für das Fernsehen. Artikel 5 Grundgesetz verlangt jedenfalls, dass dieses moderne Instrument der Meinungsbildung, gemeint war damals in den 50er Jahren das Fernsehen, weder dem Staat noch einer gesellschaftlichen Gruppe ausgeliefert wird. Und genau das ist hier der Fall. Und jetzt ist hier die Frage, ist es nicht dringend notwendig, eine Wikipedia zu regulieren? Vor allen Dingen dann, wenn noch sowas dazu kommt. Wikipedia ist kein deutscher Verein. Das ist eine, Sie könnten sagen, es geht hier um die Privatisierung von Meinungsmacht und zwar in den Händen von Leuten, die irgendwo in Amerika sitzen. Und wie Sie hier an diesem Artikel sehen können, Sie haben kaum eine Chance, gegen die Wikipedia zu klagen. Sie können nicht die Wikipedia oder die Wikimedia Foundation in Deutschland dafür verklagen, dass einzelne Benutzer Rufmordkampagnen in der Wikipedia zu ihrer Person machen. Haben Sie keine Chance. Versuchen Sie es mal. Sie müssten die Wikimedia in Amerika anklagen. Viel Spaß. Ja, also in Kalifornien. So. Das Einzige, was Sie machen können, Sie können natürlich versuchen, ausfindig zu machen, wer hat denn das geschrieben. Das heißt, Ihre Anzeige geht nicht gegen Unbekannt. Und falls Sie so einen Fall in Ihren Reihen haben, kommen Sie auf mich zu. Wir haben bestimmt nicht zu allen Leuten, aber zu einigen haben wir die Klarnamen und auch die Anschriften. Dann helfe ich Ihnen da weiter, falls Sie da so Probleme haben. Zeitproblem, wie sieht es aus? 5 Minuten, ein Beispiel machen wir noch. Weiteres Beispiel aus Absurdistan. Jetzt kommen die neuen Sachen. Wikipedia-Artikel zu Annette Kahane, Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung. Warum nehme ich das mit rein? Sie werden vielleicht mitbekommen haben, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung eine Staatsnähe besitzt. Das heißt, diese Stiftung ist zum Beispiel als Vertreter der Zivilgesellschaft aufgetaucht in dieser Taskforce gegen Hate Speech. Und ich will das gar nicht weiter bewerten, aber Annette Kahane hat dann doch eine etwas bewegte Vergangenheit. Ich lese Ihnen mal diesen Absatz vor. Bis zum 22. Juli 2016 stand nämlich Folgendes in der Wikipedia. Annette Kahane, geboren 1954 in Ost-Berlin, ist eine deutsche Journalistin, ehemalige inoffizielle Mitarbeiterin des Ministeriums für Staatssicherheit in der DDR sowie Gründerin und Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung.
Jetzt wissen Sie, warum ich da gewisse Probleme vielleicht mit habe, warum ich solche Leute eigentlich nicht in der Nähe von Staatsstellen sehen möchte. Jetzt verändert sich dieser Artikel leicht. Ich gebe Ihnen einen kleinen Tipp. Das ist ein Derivat, ne? Das ist ja das Gleiche. Jetzt haben Sie den Satz mit der inoffiziellen Mitarbeiterin ans Ende gestellt. Jetzt kommt was Neues hinzu. Annetta Kahane, geboren 1954 in Ost-Berlin, ist eine deutsche Journalistin, Menschenrechtsaktivistin sowie Gründerin und Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung. Sie war eine inoffizielle Mitarbeiterin des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Gut, das Problem ist, sie soll ja in die Wikipedia Sachen eintragen, die auch durch Quellen belegt sind. Diese Quelle, die da genommen wurde, ist, ich nenne es mal mutig, ja, also irgendjemand hat die Meinung geäußert, sie wäre Menschenrechtsaktivistin. Das wird jetzt als Fakt in die Wikipedia übernommen. Wer hat es geschrieben? Fiona B. Und zwar am 22. Juli 2016. Jetzt verändert sich der Artikel weiter. Annetta Kahane, 1954 geboren, ist eine deutsche Journalistin, Menschenrechtsaktivistin sowie Gründerin und Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ups, haben die was vergessen. Übrigens auch Fiona B. Dass sie jetzt Stasi-Informantin war, steht nicht mehr drin. Es gibt natürlich, das ist der einleitende Satz gewesen, es gibt natürlich dazu auch einen Absatz im Text. Und dieser Textabsatz sieht jetzt wie folgt aus. In klein, hier ist er in groß. Wichtig ist jetzt das, was da unten steht, unten rechts. 1386 Buchstaben. Das ist die Version, die Sie jetzt finden. 7. Januar 2018. Wie sah es denn vorher aus? Gucken Sie unten rechts. 2988 Buchstaben. Also wie ich Ihnen schon sagte, wir haben ja die Verifikation und die Falsifikation. Das heißt, wir haben dieselben Editoren. Sie sehen, was bei Daniele Ganser passiert. Es werden 23 Mal Verschwörungstheorie, Holocaust-Leugnung und so weiter eingetragen. Und Sie haben hier die gleichen Autoren, die bei Annetta Kahane offensichtlich sehr viel nachsichtiger sind und mal eben fast ihre Vergangenheit verschwinden lassen. So, jetzt kommt was, das ist ganz aktuell. Also Co-Pilot ist ja eigentlich schon lange außerhalb jeglicher Regularien der Wikipedia. Er ist trotzdem noch drin. Also wenn Sie als neu hinzukommender Nutzer sowas machen würden, was er macht, fliegen Sie innerhalb von ein paar Minuten raus. Jetzt ist hier Folgendes passiert. Der gewisse Benutzer Simbale, den sehen Sie da Mitte unten, der hat eine wutentbrannte E-Mail reingestellt. Unter anderem war da eine E-Mail von Co-Pilot mit dabei. Und er erhebt hier die Anschuldigung, dass Co-Pilot hinter den Kulissen Absprachen trifft, um weitere Veränderungen des Artikels vornehmen zu können. Beziehungsweise den manipulierten Stand, so wie er jetzt ist, zu manifestieren. Das Interessante ist, diese E-Mail ist nicht, die ist sofort versionsgelöscht worden. Das heißt, Sie finden die gar nicht mehr. Und ich habe dann nachgefragt, wie ist denn das? Beziehungsweise ein Kollege von mir hat dann nachgefragt, wie kann denn das sein, dass da jetzt was wegkommt. Aber ich glaube, da kommt noch eine Folie dazwischen. Ne? Ah ja, genau, Entschuldigung. Müssen wir noch kurz dazwischen gehen. Jetzt ist natürlich dieser Co-Pilot auch gemeldet worden von einem gewissen Brainswiffer. Und da entspannte sich auch eine Diskussion. Also das heißt, Co-Pilot ist als Vandale gemeldet worden auf einer Vandalismusseite. Und jetzt müsste er eigentlich gesperrt werden. Und der zuständige Admin, JD, schreibt Folgendes. Wenn ich alle Infinite sperren würde, die auf Mailwege versuchen, irgendwas hinter den Kulissen zu erreichen, dann wären hier viele nicht mehr am Start. Das heißt, Co-Pilot ist nicht der Einzige, der das macht. So, vielen Dank.